Es gibt einen neuen Film, sowas habt ihr bisher noch nicht gesehen. Ich schwöre, er heißt Mitra und die Hauptdarstellerin ist heute zu Gast. Ich freue mich unendlich. Jasmin Tabatabai, wie geht's dir und wo bist du? Hallo Nico, ich grüße dich. Ich bin hier in einem Raum, ich glaube, den kennst du schon. Den kenne ich schon, denn dein Ehemann, der gute Andreas Pietschmann, den ihr alle aus Dark wahrscheinlich noch am ehesten kennt, der wohnt am gleichen Ort wie du. Wir sind im Zimmer unserer Tochter und schmeißen das arme Kind raus und sagen, jetzt nicht reinkommen. Das ist mit drei Kindern manchmal nicht einfach, einen Raum zu finden, wo jetzt nicht alles zugemüllt ist und irgendwie das Internet noch stark genug. Also an der Stelle vielen lieben Dank an das Kind, das den Platz freigemacht hat für diesen Zeitraum. Mitra, das ist ja mal eine Geschichte, bei der denkt man, ach, das ist hoffentlich keine Geschichte, die das Leben schreibt, aber so war es leider. Magst du mal erzählen, wie die Geschichte an dich damals rangetragen wurde? Ich habe das Buch geschickt bekommen von einer befreundeten Produzentin, die mich schon ein Leben lang kennt, weil sie mit meiner Schwester irgendwie in derselben Klasse war, in der deutschen Schule Teheran. Und sie hat gesagt, das ist die Familiengeschichte des Regisseurs, Kaveh Modiri. Und ich habe das Buch gelesen und ich war ähnlich erschüttert wie du jetzt, weil das ist tatsächlich beruht auf echten Begebenheiten. Kaves Halbschwester Mitra wurde kurz nach der Revolution, weil sie im bewaffneten Untergrundskampf gegen die Mullahs vorgegangen ist, verhaftet und hingerichtet mit 19 Jahren. Und sie wurde damals von ihrer besten Freundin verraten. Man muss dazu sagen, das ist etwas, was leider öfter vorgekommen ist, dass sie war halt auch irgendwie 17, 18 Jahre altes Mädchen, wurde im Knast höchstwahrscheinlich gefoltert, vergewaltigt, was auch immer, und hat letzten Endes ihre Haut nur dadurch retten können, dass sie alle verraten hat, die sie aus der Organisation kannte, unter anderem eben Mitra. Und der Regisseur Kaveh hat mir immer erzählt, das ist halt so ein Familientrauma bei ihnen und diese Familiengeschichte. Und er hat sich immer vorgestellt als Kind schon, was wäre, wenn wir diese Frau sehen würden, wenn wir die treffen würden, wenn wir die finden würden, die meine Schwester verraten hat. Und daraus hat er dann irgendwann mal eben diese Filmidee gehabt, dass er gesagt hat, dann mache ich doch mal so eine What-If-Geschichte, eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Und das ist dann sozusagen unsere, da wo der Film anfängt. Hale ist die Figur, die ich spiele, die ist seit 40 Jahren im Ausland und hat eigentlich mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Und dann kommt die Organisation, also die früher ihre Tochter zuständig war, nicht zuständig, sondern in der sie aktiv war, und sagt, wir haben sie gefunden. Leila, die ist hier, die ist als Flüchtling hergekommen letztes Jahr. Und wir wissen, wir brauchen dich, du musst sie uns identifizieren und dann kümmern wir uns um sie. Und dann beginnt die Geschichte immer. Was macht sie? Rächt sie sich? Was tut ein Mensch in so einer Situation? Und dann gibt es halt immer so Rücksprünge in die Vergangenheit, die dann erklären, was eben damals passiert ist. Sehr beklemmende Szenen, die wir in Jordanien gedreht haben. Und wir sehen dich in zwei unterschiedlichen Zeitepochen. Das ist einmal die Gegenwart und halt damals. Das bedeutet natürlich auch für dich, gerade in der Gegenwart, spielst du ja eine Frau um die 70. Das heißt, wie waren die Make-up-Arbeiten da morgens für dich? Oder war das mal eben schnell zu Hause selber gemacht? Nein, um Gottes Willen. Das ist ja eine Kunst, ne? Also, es war so, also ich habe tatsächlich, als ich das Buch bekommen habe, habe ich auch gesagt, wow, was für eine Geschichte, was für ein intensives, tolles Buch. Aber warum schickt ihr es mir? Das ist eine 38-jährige Frau und eine 75-jährige Frau. Und ich bin genau dazwischen. Und da hat mir die Produzentin erklärt, dass der Regisseur möchte auf jeden Fall nur mit einer Schauspielerin drehen, weil er möchte, dass sich die Zuschauer mit dieser einen Frau identifizieren. Und da hat er mir damals bei unserem ersten Treffen schon erklärt, dass es eben diese irren Möglichkeiten gibt heutzutage mit sogenannten Full Face Prosthetics. Das sind dann so Silikonsachen,
die gegossen werden, die werden dann hergestellt. Erst wird ein Abdruck von deinem Gesicht gemacht, dann wird darauf dann sozusagen das so moduliert. Das macht ein Jakob Mortensen, heißt der. Mortensen, der ist in Dänemark, der macht die ganzen Lars von Trier-Filme. Das heißt, du gehst einmal extra dafür sozusagen zu ihm in die Werkstatt. Und dann ist die hohe, hohe Kunst, wie das jeden Tag dann angebracht wird, angeklebt wird. Und dann wird diese Haut angemalt. Und das macht eine große, große Künstlerin. Pamela Goldammer, eine deutsche Maskenbildnerin, die mal für einen Oscar nominiert war, für einen schwedischen Film, der hieß Border. Es ging so um Elfen und so. Und da war das Make-up auch so krass. Und die hat das dann jeden Tag bei mir gemacht. 3-4 Stunden dauert sowas. Krass. Und wir hören es ja schon, internationale Produktion. Auf Deutsch hast du da nicht gespielt, ne? Nee, überhaupt nicht. Also nur auf Farsi, ist auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Komplett eine ganze Rolle auf Farsi und ein paar Brocken Holländisch. Das habe ich aber alles schon wieder komplett von der Festplatte gelöscht. Das heißt aber auch, dass du dich dann selber, hoffe ich, synchronisiert hast für den Film oder wurdest du von jemand anderem gesprochen? Nein. Ich liebe Synchron. Das ist irgendwie, das ist so eine Leidenschaft von mir. Ich habe ja schon das große Glück gehabt, so tolle Filme wie Persepolis oder La Vie en Rose, die Geschichte von Edith Piaf, wofür Marion Cotillard den Oscar damals bekommen hat. Dann habe ich die deutsche Synchronfassung machen dürfen. Und aus irgendeinem Grund, und ich glaube, das ist meine Liebe zur Musik, liebe ich Synchron. Weil Synchron ist auch so ein bisschen wie ja, Rhythmus und Musik und Ton nachmachen und so. Und ich liebe Synchron. Ich finde es total toll. Und ich mochte es auch, diese deutsche Fassung zu machen. Und war es schwierig, dich selber zu synchronisieren? Weil lag ja zwischen Synchron und Drehen lag ja schon eine Weile, ne? Ich finde, das eigentlich ist es auch immer eine Chance. Du kannst es nie 1:1 hundertprozentig kopieren. Aber du kannst manchmal sogar Sachen verbessern. Und du kannst auch, also wenn du denkst, der Satz ist mir jetzt aber irgendwie zu hart geraten oder irgendwie die Stimme ist zu hoch. Weißt du, es ist im Grunde genommen, ist es, was es ist. Das ist Film, Schauspielen ist nichts anderes, als dass du immer wieder versuchst, etwas neu herzustellen. Und kopieren kannst du es eh nie. Du kannst unmöglich 2 Takes gleich spielen. Glaube ich nicht, dass das geht. Da würde ich auch mitgehen. Was fühlst du bei den wunderbaren 3 Worten Kinder der Landstraße? Ah, ja, das war mein allererster Film mit dem inzwischen leider verstorbenen Urs Egger. Der ist jetzt irgendwie in dieser Corona-Zeit verstorben. Nicht an Corona, aber der ist irgendwie verstorben. Und dann, weißt du, das war ja irgendwie jetzt diese letzten 2 Jahre. Man hatte ja dann auch gar keine Möglichkeit, auf eine Beerdigung zu gehen oder so, die Leute zu sehen. Oder irgendwie dann sich zu treffen. Es ist auch alles so surreal, findest du nicht auch? Ja, völlig. Also, dass dann so Leute plötzlich gegangen sind und du hast es, du hast überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie das zu verarbeiten, weil du es quasi nur virtuell mitkriegst. Über eine Facebook-Nachricht oder so. Ne? Naja, und das war mein allererster Film, den ich in der Schweiz gedreht habe. Und irgendwie bin ich auch mit der Schweiz weiterhin verbandelt. Ne? Mein musikalischer Partner ist ja auch Schweizer. Und irgendwie ist es mein Land. 2022, ist das 30 Jahre her? Oh ja. Na, eigentlich haben wir ja schon 1991. Du hast recht, ich habe 30-jähriges Filmjubiläum. Schau nicht rum. Da musst du kommen, um mir das zu sagen. Hätte ich jetzt gar nicht gecheckt, aber ja, das stimmt. 30 Jahre. Wow. Ist das eigentlich was man mittendrin so denkt, oh krass, ich bin jetzt schon 10 Jahre dabei, das läuft ganz gut? Oder ist man dann so im Moment wie jetzt, dass man sagt, krass, stimmt, 30? Also was ich halt super krass finde und auch total schön ist, wenn ich jetzt auf so junge Schauspieler treffe, die so in ihren 30ern sind und die mir sagen, ich habe mit 12 dich gesehen und da war ich auf der Premiere und du hast dich mit mir unterhalten. Und ich so, oh Gott, hoffentlich war ich nett zu dir. Und dann eben auch diese ganzen Kinder, die damals Bandits gesehen haben und dann irgendwie und die dann irgendwann
kommen und sagen, ja, und ich war so ein, weiß ich nicht, es war eine Inspiration, dies, das. Das ist, eigentlich ist es total schön. Und ich glaube, es ist mit der Grund, warum ich diesen Beruf so liebe und auch machen wollte, weil ich habe mir das halt als Kind auch immer so erträumt, dass ich irgendwie, dass mein Name da im Vorspann kommt und ich dann irgendwie so von anderen Kindern so irgendwann mal so drauf angesprochen werde oder sagen so, ja, ich bin wegen dir Schauspielerin geworden und so. Das ist so, das ist irgendwie so ein bisschen albern, aber das sind ja so die Träume, die man hat als Kind, ne? Dass du, es geht ja gar nicht, wer träumt schon davon, dass man sagt, ja, ich will auf dem roten Teppich oder so, sondern du träumst ja immer davon, dass du die Menschen berührst und sie inspirierst. Also zumindest ist es bei mir so und das sind auch die Momente in einem Beruf, wo die mich am glücklichsten machen. Und sei es bei einem Jazzkonzert vor, weiß ich nicht, Corona-bedingt 100 Leuten oder so, weißt du, aber wenn du das Gefühl hast, du erreichst die Menschen, du berührst sie, dann ist das etwas, was mir genügt. Damit bin ich glücklich. Aber ich finde das überhaupt nicht lächerlich, dieser Traum. Ich finde das wundervoll. Ich muss sagen, Benditz damals, ich habe ihn nicht gesehen. Du warst die wunderbare Luna. Ich habe dich aber gehört. Überall. Man kam um Catch Me überhaupt nicht drumherum. Und noch bis heute, wenn Katja Riemann am Schlagzeug loslegt, dann, Katja macht das super, aber ich warte immer auf deine Stimme. Und wenn sie dann reinkommt, wenn das so losgeht, das ist so ein, auch ein Soundkostüm. Und tatsächlich ist es ja nicht nur so, dass du dich hingestellt hast und das eingesungen hast. Du hattest ein bisschen mehr mit der Musik da zu tun, ne? Ja, ich hab damals war ich ja, also da habe ich wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als irgendwie zu Hause Gitarre spielen, mir Songs ausdenken und sie auf einem Vierspur-Rekorder aufnehmen. Ein Tascam Porta 07, den habe ich noch. Und das war ja, weißt du, mit so normalen Audiokassetten, aber du konntest vier Spuren machen. Und das, it unlocked the energy. Ich fand das so unglaublich inspirierend, dass ich plötzlich konnte ich so meine Stimme aufnehmen und dann eine zweite und eine dritte Stimme und noch eine Spur für alle Instrumente. Yay! Und das war... das glaubst du nicht, aber ich werde das auch irgendwann mal, werde ich das mal veröffentlichen. Aber diese ganzen Bandit-Songs, von denen gibt es vier Spurversionen, wo du sehen kannst, wie sehr die Produzenten sich auch orientiert haben an unserem dreckigen Vierspur-Sound. Und ich habe, also das war, also da habe ich den ganzen Tag über nichts anderes gemacht. Ich habe einige Songs für Bandits, wie zum Beispiel den Sad-Song oder Puppet on a String, hatte ich vorher schon komponiert und die hat dann Katja gehört und meinte so, wer hat das gemacht? Ich so, ich? Sie so, ja, das will ich haben für den Song, für den Film und so. Und dann hat sie teilweise eben, und dann habe ich teilweise welche geschrieben für Szenen im Buch, da war, weiß ich nicht, sie wälzt sich mit dem Bossmodel im Schlamm. Ja. Und dann habe ich dann irgendwie dazu einen Song gemacht. Oh Gott, Werner Schreier war so schön. Oh. Der war echt heiß. Aber es war ein unglaubliches, es war so, es ist so richtig, also so richtig Dufte fand das der Produzent dann nicht, dass wir uns dann so ein Bossmodel gewünscht haben. Aber wir haben halt gesagt, hey, ich meine, die Jungs machen das auch nicht anders. Also weißt du, wenn du dir dann eine Geisel nimmst, dann nehmen wir uns doch irgendwie das Bossmodel. Den hätte ich auch genommen. Und wieso? Und so. Aber ich meine, das war sowieso. Also ich glaube, wir haben den Zeitgeist damals und das Patriarchat, welches auch heute noch, aber damals noch viel, viel mehr, vor allem im deutschen Feuilleton herrscht, die haben wir ziemlich überfordert damals mit dieser geballten Ladung an Frauen, die sich selber so abfeiern und die sich das so rausnehmen und die so Freiheit und Rebellion schreien und irgendwie so. Und das hat die bis aufs Blut gereizt. Bis aufs Blut gereizt, ja. Es lässt sich auch hier und da noch fühlen, wenn Hannes Jennecke dort in der Rolle sagt, die spielen mit mir. Ja. Und das fand ich großartig. Und ich habe auf den zweiten Teil damals gehofft. Ich glaube, viele. Ja, aber weißt du, wir sind ja eigentlich, sterben wir ja am Ende. Also so habe ich es zumindest immer interpretiert. Und dann irgendwie, dann musst du halt jetzt da... Irgendwie, weißt du, da brauchst du halt dann irgendwie eine Wahnsinnsidee. Ganz ehrlich,
Nico, manche Dinge sollte man auch einfach so lassen, weißt du? Jetzt irgendwie so Geld zu machen, sich so einen zweiten Teil aus den Fingern saugen, dann zerstörst du ja vielleicht auch diesen Film, der jetzt irgendwie so einen Platz im Herzen von vielen Menschen hat. Und also, ja. Platz im Herzen hast du auch bei vielen, vielen Menschen seit 10 Jahren. Letzte Spur Berlins gibt es auch schon 10 Jahre. Ist das zu fassen? Das Komische ist, es kommt einem dann gar nicht so vor, dann manchmal schon und so. Aber ich meine, ich wollte unbedingt, ins deutsche Hauptabendprogramm. Ich wollte unbedingt da rein, weil ich mir 20 Jahre davor immer wieder angehört habe, ja, Frau Tabatabai, ja, ist ganz toll, sehr speziell, große Fans, aber sie sind halt nicht wirklich Mainstream, sie sind mehr so speziell. Und mich hat das immer wahnsinnig beleidigt, weil ich dachte, wieso bin ich nicht Mainstream? Ich glaube nicht, dass irgendwie das deutsche Fernsehpublikum Problem hat mit einer Schauspielerin, die Tabatabai heißt und die so aussieht wie ich und irgendwie auch die, so ein anderer Typus Frau vielleicht ist als so gewohnt. Und ja, du siehst ja, sie haben auch kein Problem damit. Das Problem haben immer irgendwelche Entscheidungsträger, die dir dann sagen, ja, aber du bist nicht... Ja, du bist so, als Frau bist du ja immer zu, entweder zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu blond, nicht blond, was weiß ich. Also es ist so, das hat irgendjemand mal gesagt, es kommt jetzt nicht von mir. Als Frau bist du immer zu irgendetwas. Und das ist, ja, und dann brauchst du halt irgendwann mal jemanden, der dir die Chance gibt. Als das damals losging mit Bandits und dein Name aufkam, den konnte ich mir sofort merken, weil ich fand den Namen so schön. Und da gab es auch über, ich habe diese 4 tollen Frauen gesehen, endlich übrigens auch mal zu dem Zeitpunkt, unterschiedliche Frauen, und habe gedacht, super, 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 genau so, da will ich gar nichts dran ändern. Und deswegen habe ich mich auch gefreut bei Letzte Spur Berlin, da spielst du Mina Amiri und die wunderbare Josephine Busch war schon zweimal da. Und erzählt auch immer wieder, was für ein Fest es ist, mit dir und den anderen KollegInnen da zusammen zu spielen. Aber auch mit ihr. Ist bei der letzten Spur denn ein Ende in Sicht? Ich hoffe ja nicht. Nee, ein Ende ist tatsächlich noch nicht in Sicht. Und es ist ja eher so, dass man, dass es manchmal im eigenen Kopf so ist, dass man so denkt, okay, bin ich jetzt in den Köpfen der Leute jetzt irgendwie so deutsche Fernsehkommissarin und nicht und werde dann vielleicht nie wieder was anderes drehen. Aber du siehst ja, ich habe jetzt zum Beispiel mit Fly und mit Mitra 2 wunderschöne Projekte noch machen können. Das ist halt eher so eine Zeitsache. Also du verpflichtest, du committest dich schon sehr. Aber ich glaube, und das hat mir mal eine Filmprofessorin gesagt, ja? Die hat gesagt, Kino ist Avantgarde, ist Kunst. Und das ist so, weißt du, das ist halt dann so für die Leute, die so reingehen und so weiter. Aber die wahre gesellschaftliche Arbeit machst du im Fernsehen. Weil dann bist du bei den Leuten zu Hause, im Wohnzimmer. Und wenn du wirklich was verändern willst in der Gesellschaft, dann geh ins Fernsehen und zeig dich da. Und das ist auch der Grund. Ich wollte unbedingt in dieses Mainstream-Programm, weil ich habe selber das schon erlebt, dass ich zum Beispiel Sandra Oh in Grey's Anatomy, diese wunderbare... Als ich die das erste Mal gesehen habe bei Grey's Anatomy und sie spielt so eine wahnsinnig ehrgeizige, super taffe Chirurgin oder so, da war die mir im wahrsten Sinne des Wortes so fremd. Also ich musste wirklich, habe so gedacht, so, boah, das ist so, was ist ein Typ Frau? Also ich habe sowas noch nie gesehen, so wie sie spielt und wie sie auftritt. Und nach 3-4 Folgen habe ich schon überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht und war einfach so an dieser Figur dran. Und ich glaube, das ist einfach das Tolle am Fernsehen. Die Leute, die das gucken seit Jahren, die denken nicht mehr drüber nach, ob Mina Amiri Iranerin ist und ob sie hierher gehört oder nicht oder ob sie Ausländerin ist oder nicht. Sie sind bei Mina. Sie sind bei diesen Menschen. Und das ist so, und weil ja letzten Endes wir ja auch alle wissen, dass es egal ist, wo du herkommst. Wir sind alle Kinder Gottes und was weiß ich was und so. Aber tatsächlich glaube ich, wenn wir davon reden über Vielfältigkeit und über das, dass, also all die Themen, die wir im Moment haben und dass man so eine Sichtbarkeit schafft und so weiter. Ich glaube auch, das macht was aus. Du musst es einfach sehen. Und in dem Moment, wo
du sagst, nee, die ist nicht Mainstream. Ich habe erst jetzt check ich, was damit eigentlich gemeint ist. Ja? Also wenn Leute sagen, du kommst nicht in unser Programm rein, weil du gehörst hier eigentlich nicht her. Also du bist uns irgendwie, weiß ich nicht, zu ausländisch oder was weiß ich was. Früher habe ich immer gedacht, was meinen die mit Mainstream, Mainstream, Mainstream? Aber so machst du Dinge eben zu Mainstream, indem du sie normal, weißt du, dann zeig Homosexualität nicht immer als Problem oder als Freakshow oder so, sondern zeig doch den ganz normalen Anwalt, so wie meine Freunde, weißt du, wo so Leute, die so ganz normal leben und ihre Probleme bewältigen, aber dann sind sie halt auch irgendwie homosexuell. So fucking what? Mach das einfach mit allen. Zeig doch nicht immer nur die Leute mit migrantischem Hintergrund, den Ausdruck, den gab es vor 20 Jahren gar nicht. Weißt du, zeig sie doch nicht immer irgendwie in klischierten Stereotypen-Rollen. Zeig sie irgendwie ganz selbstverständlich in der Liebesgeschichte. Und ist halt der Typ schwarz oder ist er halt irgendwie, weiß ich nicht, türkischen Backgrounds oder so. Und das passiert immer noch, auch bei uns, immer noch viel zu wenig. Also es ist jetzt ins Bewusstsein der Leute gekommen. Aber wie gesagt, das war der Grund, warum ich unbedingt ins Fernsehen wollte, weil ich stehe da drauf, wenn ich beim Baumarkt dann die Frauen sagen, ach, hallo, na, Sie sind doch... Und ein Taxifahrer neulich zu mir, ach Mensch, na Sie sind doch ein Urgestein, Sie hören doch dazu. Das ist einfach, in der heutigen Zeit ist das einfach schön, sowas zu hören. Ne? Und das macht halt das Fernsehen. Und ich bin mir sicher, dass wir dich dort und auch auf der Leinwand noch viele, viele Jahrzehnte sehen werden. Und ich freue mich drauf. Mitra gibt es überall im Kino. Und ich habe eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr wollt, dass es weiterhin neue Filme gibt und mutige Filme, wie eben auch Mitra, dann traut euch, Film einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ja, vielleicht kennt ihr nicht alle SchauspielerInnen, vielleicht ist es nicht ganz euer Ding. Aber ey, Kino hat uns allen so gefehlt. Geht rein, checkt es aus. Und Mitra ist wirklich eine so krasse Geschichte. Das solltet ihr euch gönnen. Die Hauptrolle hat Jasmin Tabat dabei. Vielen Dank für deinen Besuch in der Webtalkshow. Und schaut euch auch Fly an. Der läuft auch noch. Und der ist auch schön. Dann auch Werbung machen dazu. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit, falls du gleich noch mehr Werbung machen willst. Denn du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Du hast noch einen Moment Bedenkzeit. Nehmen Sie die ruhig. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wunderbarer Ort sein. Wir müssen aber alle was dazu tun. Es nützt nichts. Wir müssen da alle ran. Und das sind Kleinigkeiten, das sind manchmal ganz große Sachen. Wichtig ist nur, dass man sich nicht versteckt. Wenn die Möglichkeit da ist, wirklich was Gutes zu tun, tut es. Bitte. Wir sehen uns morgen, 19 Uhr, zu einer neuen Web-Talk-Show. Und jetzt die Abschlussworte von Jasmin. Bis dann. Also ich würde neulich, habe ich so darüber nachgedacht, was würde ich jemandem, mir selber raten, wenn ich irgendwie so ein 16 wäre und ich würde neu anfangen und ich wäre jetzt, ich selber könnte mir selber einen Rat erteilen. Und es ist tatsächlich, ist mir klar geworden, dass ich immer denke, ich bin nicht gut genug. Dass es nicht reicht, was ich mache, wie sehr viele Künstler übrigens, egal wie man denkt, sie sind irgendwie selbstständig. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal in die Kamera, ich bin gut genug und ihr seid es auch. Und macht es zu eurem Mantra, ihr seid genug und vor allem seid ihr gut genug.